Hallo, mal wieder zu einer schönen Minecraft-Folge. Ja, ich habe jetzt mal wieder einen Shader an. Ich glaube, was auch ein bisschen so mit dran lag, was mein PC ein bisschen mit den Aufruhen gemacht hat, er war ganz schön dreckig geworden. Jetzt habe ich hier locker 60 FPS mit Shader. So ein schönen Zeus-Shader. Und Standard natürlich bloß. Das hier ist jetzt die Weihnachtsfolge. Die Silvesterfolge. Fragt man mich so bestimmt, warum hast du denn keine Weihnachtsfolge gemacht? Aus dem einfachen Grund, Weihnachten geht mir am Arsch vorbei, Silvester so. Naja, man erlebt es immer mit. Ich bin auch ein bisschen erkältet. Darum wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen komisch rede. Froschi und Danny wollten eigentlich mitmachen. Aber die beiden sind heute so überhaupt gar nicht zu gebrauchen. Also Froschi null Motivation, Danny null Motivation. Und es wird, also wenn ich jetzt so alleine aufnehme, dann mache ich so, dass ich die nicht schneiden muss. Aber ich mache die Musik leiser. Und wie ihr wahrscheinlich hören könnt, vielleicht habe ich, also ich weiß nicht, ob man es hören kann. Aber ich kann die Musik nicht lauter machen. Ich kann sie höchstens lauter machen. Ja, okay. Dann habe ich schon den letzten Pixel davon. Dann müsst ihr es so ertragen. Ne, auf jeden Fall, ich habe ein neues Mikro. Und nein, ich will doch einfach nur OBS, danke. Ah, gut, sieht man. Ne, ich habe mir ein neues Mikro mal zu Weihnachten gekauft. So nur für mich alleine. Und also ich habe es mir selbst gegönnt. Und das ist das gleiche, was Froschi hat. Bei mir bemerkt man vielleicht aber den Unterschied, dass es großartig keinen Unterschied gibt. Obwohl ich ein neues Mikro. Also Froschi meint, ich höre mich immer noch gleich an. Ich weiß es nicht. Also, was heißt, ich weiß es nicht. Also, für mich persönlich höre ich mich auch immer noch gleich an. Aber das Mikrofon funktioniert wenigstens jetzt endlich auch mal mit Windows 10. Und das ist das, was ich eben halt wollte. Weil ich hatte davor das T-Bone SC440, was nur maximal mit Windows 7 kompatibel sein sollte, aber es ging noch bis Windows 10, aber es hat ab und zu mal so seine Macken gehabt und da habe ich gedacht, naja, du bräuchtest mal ein neues, bevor das irgendwann komplett abstürzt. Notfalls kann ich das andere ja immer noch so als Reserve benutzen, falls das hier nicht mehr funktioniert. Und das Schöne ist, ich hocke jetzt nicht mal annähernd vom Mikro und ich bin so laut wie vorher, vielleicht sogar zu laut. Ich weiß es noch nicht. Aber im Stream meinten sie alle eben halt, das passt, wo ich gestern gestreamt habe. Auf jeden Fall, wegen der Silvesterfolge. Ja, ich habe mir auch so gedacht, machst du so ein richtig schön großes Special, wo du ein bisschen was mit rumschneidest und so weiter. Und letztendlich dachte ich mir dann aber dann zum Schluss, warum? Ich meine, es ist nicht irgendwie das letzte Video, es ist nicht irgendwie. Es ist nur Silvester und ich meine, gut, okay, ich kann sagen, ich streame heute Abend. Warum streamt man zu Silvester? Weil man auf Silvester keine Lust hat. So. Nee, also das ist so ein Silvester. Ich werde vielleicht ein bisschen angetrunken sind, aber Silvester-Stream ist für mich so ein. Ja. Silvester ist für mich kein anderer Tag. Ich würde vielleicht maximal das Feuerwerk angucken, aber mehr auch nicht. Aber was ich eigentlich so erzählen wollte, so einen kleinen Rückblick wollte ich eigentlich mit den anderen machen, so was wir die Woche alles gemacht, die Woche, das Jahr alles so Schönes gemacht haben. Ich meine, dieses Jahr war der Anfang, wo ich mit Froschi, wo Froschi und ich uns ein Jahr kannten. Und, naja, es ist auch nicht so selbstverständlich, sich mal ein Jahr zu kennen. Ich meine, wir kennen uns nur durch Internet, wir haben uns nie persönlich gesehen. Und das war eben halt im Februar und da hatten wir auch noch das schöne Frog-Projekt gehabt. Das Frog Project oder das Frog Pack, besser gesagt, das Minecraft Frog Pack. Wo Froschi eben halt schöne Mods zusammengestellt hat und jetzt nicht unbedingt einen eigenen Launcher, aber eben halt. Wie wollte ich das machen? Brusewood oben oder? Nee, Dunkelholz. Das ist dunkler als Boden, das wird's am meisten als anstatt irgendwas anderes. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen und nicht lügen? Ja, das ging ja, glaube ich, auch im Februar ging das vorbei. Nebenbei lief Borderlands 2. Also ich probiere mich jetzt bloß so ein bisschen dran zu erinnern, während ich hier noch so nebenbei ein bisschen schön baue.
Und ja, das war's eigentlich, muss ich einfach sagen. Also das war so das Februar. Großartig kann ich mich da nicht so an irgendwas noch dran erinnern. Damals haben wir auch noch viel gestreamt. Nee, da wollten wir anfangen mit Streamen, aber da war mein Internet noch nicht so richtig. Das ging erst im Laufe des Jahres, wo ich meine Woche lang nichts hochgeladen habe, weil das Internet zu lange braucht, um irgendwie aktiviert zu werden. Und sie meinten, das liegt die ganze Zeit an unserem Router und dann lag das an irgendwas anderes. Und letztendlich haben sie festgestellt, der Fehler liegt bei denen, aber das hat eine Woche länger gedauert, als sie eigentlich gedacht. Weil da irgendwie so ein Anfänger ein falsches Kabel hingesetzt hat oder sowas, keine Ahnung, und eine falsche Verbindung. Und Torem haben wir mit dem dieses Jahr sehr viel zusammen gemacht. Mit Marco vor allem. Die haben ja auch erstmal dieses Jahr richtig kennengelernt durch Papa Bär. Vorher war es ja dann noch mit Blue Fire und mit Stoff, die natürlich, also mit der AGC-Gruppe, die auch irgendwie alle aufgehört haben mit. Ist das eigentlich zu dunkel für YouTube? Ich hoffe, ihr seht was. Machen wir mal hier ein bisschen was an. Machen wir so ein bisschen Licht außenrum, damit man mal ein bisschen was sehen kann. Ja. Dann ging es ja auch später noch mit Ever. Wollte ich eigentlich auch mal, also mit Ever Desire. Hatte ich eigentlich auch vor, ein Projekt zu machen. Da wollten wir nämlich Battleblock Theater zusammen aufnehmen, aber irgendwie machte uns das Spiel einen Strich durch die Rechnung, aus dem einfachen Prinzip her, dass jede scheiß Musik, die in dem Spiel drin war, ein Copyright Claim war. Und dann hatte ich natürlich auch keine Lust, das hochzuladen und habe erstmal alle Videos gelöscht. Das ist so ein, ich weiß nicht. Warum sollte, also ich verstehe schon, dass manche ihre Spiele schützen wollen und die deswegen nicht Let's Playen lassen wollen. Aber seine eigene Musik zu copyrighten für YouTube ist schon irgendwo mies, ne? Natürlich CSGO war auch sehr viel immer da gewesen. Also ich meine jetzt nicht auf meinem Kanal, sondern so persönlich mit den anderen immer mal CSGO gezockt. Später dann ging es ja dann los, dass wir uns gestritten haben. Also die schöne G-Pad Crew und Team Kroon, sage ich jetzt mal. Wir hatten irgendwie dann einen schönen Streit gehabt auf das, weil die Leute eben halt immer ein bisschen mehr gemacht haben. Chibi kam ja auch noch mit hinzu. Ich weiß nicht, dieses Jahr? Ja, ich habe erst dieses Jahr das Projekt angefangen und habe probiert, täglich irgendwie was Schönes mitzunehmen. Also irgendwie immer so schön ein paar Folgen. Also immer pünktlich die Folgen hochzuladen. Also mir ging es natürlich nicht so gut. Deswegen kamen gestern zwei Folgen. Das ist nämlich auch noch so ein Grund. Ich wollte, also die letzte Folge wurde gedreht am 12. November mit Danny und Froschi eben halt zusammen. Und wie soll ich sagen? Naja, das ich eben halt heute haben wir den 30.12. und nicht den 12.11., sondern den 30. Also das ist 1,5 Monate her. Wir haben so viel im Voraus aufgenommen, dass ich heute die letzte Folge hochgeladen habe und jetzt gerade die Folge für morgen aufnehme. Und also für euch für heute. Ich habe gestern die Folge aufgenommen. Hier. Für euch jetzt. Für die Zuschauer. Und scheiß Fackel. Und ich weiß nicht. Machen wir das so? Ja, dunkler Boden. Da wird er schon. Dass man Runde pennen. Nee, und es war wirklich immer so was Schönes gewesen, eben halt immer so ein paar Minecraft-Folgen aufzunehmen. Immer mal so ein bisschen was anderes. Und dann, also ich war ja erst alleine. Hab's eben halt aber aufgebaut, dass immer mal Freunde mitmachen können. Und dachte eigentlich sonst immer, ich werde, außer die ersten 10 Folgen, werde ich noch mehr alleine aufnehmen. Aber das kam nicht. Die ganzen Leute hatten immer wieder Lust drauf, weiterzubauen, größer zu bauen, mehr zu bauen und das zusammen. Und wie man sehen kann, es hat sich super entwickelt. Also, und es wird auf jeden Fall noch mehr werden, weil wir bauen ja wirklich bloß so aus Spaß heraus. Und nicht, weil es muss jetzt.
Weil ich habe schon öfters mal zu anderen gesagt, ey, wenn ihr keine Lust habt, ich kann auch gerne mal eine Folge alleine aufnehmen, weil es sollte ja immer so ein bisschen mein Laberprojekt werden. Und die meinten, klar, wir haben Spaß. Weil es ist, für die ist es einfach nur was Chilliges, die können auf dem Minecraft-Server bauen, was sie wollen. Ohne irgendwie spezielles Thema. Und dann stehen eben halt Marco seine drei Häuser oder Torum seine Festung der Einsamkeit, die er bis jetzt immer noch nicht fertig gemacht hat. Sondern nicht. Ja. Das ist eben halt Torum, der hat nicht so viel Zeit. Oder eben halt Danny seine wunderschönen Gebäude. Oder der Berg, der jetzt da hinten fast steht, wo Froschi die ganze Zeit wo Froschi öfters mal auf den Server kommt. Und einfach mal farmt. Normalerweise nehmen wir immer so viel auf im Voraus, dass da dass das locker für 1-2 Monate reicht und das natürlich einen Monat vor der bevor die Folgen, die wir davor aufgenommen haben, abgelaufen sind. Aber jetzt so zu Jahresende, es wird immer ein bisschen mehr, wo die Leute nicht mehr so viel Zeit haben und selbst Torum hat heute keine Zeit, Marco, die sind heute noch am Rainbow Six Stream, also jetzt gerade, weil Torum irgendwie später keine Zeit mehr hat. Was ich irgendwo auch schade finde, weil ich hätte gern wenigstens auch schon Marco mit dabei gehabt und so weiter, aber die haben heute irgendwie alle keine Lust, heute ist so ein richtiger Mähtag für die, habe ich auch nichts dagegen. Ich meine, ich kann ruhig mal wieder eine Folge alleine aufnehmen. Ganz ernsthaft. Und das hier wird jetzt mal eine bisschen längere Folge, weil ich will nämlich ein bisschen quatschen. Nee, auf jeden Fall. Wir hatten uns ja dann später mit der Chiphead-Gruppe gestritten. Und, naja, was soll ich sagen? Ist eben halt nicht alles so glimpflich ausgegangen. Und letztendlich mögen wir uns nicht mehr, also ich nicht mehr so besonders die Leute und Froschi, da denkt sich einfach nur so, ja, lasse leben. Da denkt du sich auch nicht, als lasse leben. Naja. Was ist noch Schönes dieses Jahr dann passiert? Pre-Sequel haben ich und Froschi angefangen. Fuck, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Indie-Games, ich bin gerade am überlegen. Was haben wir denn noch alles schönes Let's Play? Froschi hat schon sein zweites Infinity Modus-Pack gedöns hier, Mod-Pack von Minecraft. Schon seine zweite Session damit angefangen. Und ich denke mir so, warum nicht? Soll er machen? Das ist wirklich so ein Ding. Also, das Jahr gab es viele Let's Plays. Viele Streits, viele Versöhnungen wieder. Stimmt, was mir auch gefallen hat, jetzt das Winter-Tournament, was auch noch so schön war. Wo aber eben halt das Winter-Tournament von Team Silver und Team Tubehouse. Team Silver sind fast alle Leute von Team Grün, bis auf Froschi. Weil Froschi kein. Wie heißt denn das jetzt? Sicher kein Rocket League hat und das auch nicht spielen will. Darum haben wir, also es ist immer so komisch, so Team Grün ist eigentlich Froschi und ich mit Anhang. Klingt zwar blöd, ist aber wirklich so. Und es, also war es am Anfang, dass wir einfach bloß so aus Witz Team Grün genommen haben. Da kamen natürlich dann Torum und Marco mit dazu, die auch gerne, also wo ich mich auch freue, dass sie eben halt Mitglieder sind. Und ja, aber es ist immer noch so eine Tatsache von Froschi und mir. Wenn irgendwie jemand fragt, weißt du, zu welchem Team gehören wir sagen immer Team Kuhn. Es ist egal, was für ein Spiel, aber es ist erstmal Team Kuhn. Es ist nicht nur für CSGO, sondern das sind wir beide. Ah, meine Nase. Meine Nase ist gerade zu. Oh. Nee, und es entwickelt sich immer mehr. Mein Kanal wird auch immer größer. Ich habe zurzeit 138 Abonnenten. Es ist nicht viel. Das heißt nicht viel, also 100 Leute sind schon eine Menge. Aber wenn ich dann eben halt auf die Viewers schaue, wo ich dann eher drauf schaue, schauen 5 Leute, 5, 6 Leute so meine Let's Plays an, wo ich mich immer so frage, warum abonniert man jemanden, wenn man letztendlich seine Videos nicht anschaut? Weil ich habe bis jetzt nur die Leute abonniert, wo ich meine Videos anschaue.
Wo ich meine Videos, wo ich denn ihre Videos anschaue. Weit geht's. Also es gibt vielleicht mal ein, zwei dazwischen, wo ich wirklich selten bloß die Videos gucke. Aber ich gucke auch davon die Videos eben halt. Und naja. Ich meine, selbst mein Evolent Let's Play war nicht erfolgreich. Also es war großartig nichts erfolgreich, außer ich fange an, CSGO-Dinger zu machen. Und irgendwelche Leute fangen dann an, das gut zu finden. Wenn ich irgendwie 10 Fakten von CSGO-Spielern nenne und auf immer ein Viewbot habe von, was ist ich, wenn ich, das ist eher so eine Tatsache, die ich so richtig begriffen habe. Egal, wie viele Abonnenten du hast, sobald du irgendwelche Mainstream-CSGO-Videos machst, hast du Views ohne Ende. Also, das ist mir mit aufgefallen, wo ich dann immer so ein bisschen ab und zu mal so ein paar CSGO-Videos hochgeladen habe. Also keine richtigen Wettkampf-Videos, sondern eher so eine Tatsache von, ich erzähle was über meine Erfahrung von CSGO. Ich meine, es ist immer noch ein schönes Spiel. Ich will jetzt kein CSGO Real Talk jetzt richtig machen, aber trotzdem, es ist ja immer noch ein schönes Spiel. Ich spiele es immer noch, naja, zurzeit nicht so gerne, vor allem weil jetzt zwei Sachen verderben Ende dieses Jahres richtig das Spiel. Und das ist einmal, das Rank-System wurde, System, nicht System, System wurde komplett überarbeitet. Also sprich, ist es schwerer aus Gold Nova 4 rauszukommen. Man braucht dafür Haufen Spiele. Wir haben, glaube ich, 15 Spiele gewonnen hintereinander und haben immer noch nicht Master Guardian erreicht gehabt. Und dadurch kommen natürlich immer noch weiter welche runter. Dazu kommt aber noch, es war so Thanksgiving Sale, dann The Winter Sale und überall wird CSGO jedes Mal verbilligt, auch wenn es bloß 7 € waren, aber verbilligt ist eben halt verbilligt. Wo eben halt Haufen Typen auch noch mit drin gekommen sind, also Smurfer, die sich gleich 50 Smurfs-Accounts gekauft haben oder so, kommt es mir vor. Man trifft irgendwie auf jede Runde, auf jede Dings ein Smurfer. Wir hatten sogar, das war ja das Beste. Wir spielen zwei Matches. In dem zweiten Match, also im ersten Match waren Hacker mit dabei. So richtig schöne Wallhacker, die aber nicht konnten. Das Match haben wir gewonnen. Danach haben wir ein Match verloren gegen einer, der einen Aimlock-Hack hatte, meinte Danny. Also sprich einer, der instant auf den Kopf zielt mit dem ersten Treffer. Und ja, wir hatten dann auf einmal alle zusammen einen Downwind gehabt, wegen ein verlorenes Match. Und das ist genau jetzt gerade das Problem, was mich so daran stört. Und es zurzeit kaum noch Spaß macht. Wir haben jetzt angefangen Ende des Jahres, also jetzt hier so im Dezember, sowas zu spielen wie Ghost Recon oder Ghost Recon Phantom, das kostenlose mit Marco zusammen, beziehungsweise World of Tanks, ESO geht ja auch noch weiter. Wir haben in letzter Zeit nicht so viel Lust haben, weil es ist Ende des Jahres, zum Aufnehmen kommen wir nicht mehr viel. Ich weiß noch nicht mal, ob ich jetzt so noch eine Folge schaffe. Dass die, oder besser gesagt, ich will jetzt gleich noch eine Folge danach aufnehmen. Die kommt natürlich dann erst am 1. Aber ich weiß nicht, ob ich schaffe, überhaupt ein bisschen was vorzuproduzieren, die nächsten paar Tage. Aber ich will jetzt den Boden noch fertig einsetzen. Dann ist die Folge nämlich zu Ende, wenn der Boden jetzt hier komplett eingesetzt ist. Und dann mache ich noch eine kleine Folge für Dachtrin. Für den ersten, die aber noch kürzer sein wird als hier, dann mache ich hier nämlich ein bisschen länger. Und dann wird mal sehen. Vor allem, weil ich nicht so viel Zeit habe, alles hochzuladen. Das wird ja auch noch das Schönste werden. Den ganzen Scheiß hochladen, damit wenigstens Videos auch am ersten kommen und so weiter. Weil bei Let's Player ist es nämlich so, egal ob du es als Hobby oder als Beruf machst, wenn du einen bestimmten Plan hast, dann musst du dich auch dran halten, mein Guter. Da kannst du nicht einfach mal so einen Tag aussetzen lassen. Nee, nee, nee. Ich meine, bei mir, ich habe ja gesagt, bei mir, ich habe ja bloß wenig Zuschauer. Aber es ist für mich so eine Pflicht, eigentlich Videos hochzuladen, wenn es mir gut geht. Die letzte Zeit ging es mir wieder relativ gut. Es gab nämlich eine Zeit vor Weihnachten. Genau an dem Wochenende vor Weihnachten, also beim vierten Advent, hatte ich tierische Zahnschmerzen gehabt.
Und da kann ich nichts aufnehmen, da bin ich wie betäubt, wenn du verstehst, wie ich das meine. Also ich wollte schon Undertale, wollte ich schon früher bringen. Und bei mir war es da wirklich so dieses, man wollte mich nicht lassen. Und ich habe hier gerade diese Standdruck, Leute, ich merke es selber, wenn ich einen Block hinsetze. Das ist hier, glaube ich, auch der Junkie, der ein bisschen rumort. Ne, ich hatte aber tierische Zahnschmerzen gehabt und das hat mich richtig aggressiv gemacht. Also so lustlos und gereizt und ihr wisst, wie es am Sonntag ist. Man findet keinen Zahnarzt und der Zahnarzt, den man findet, der darf nicht machen, weil er nicht sein Hauszahnarzt ist. Und ich saß dann zum Schluss da bei dem mit Schmerzen und hab dann nur so gemeint, ja, hier, der Zahn tut, wir können sie da nicht irgendwas machen, von mir aus rupfen sie noch gerne raus. Das Einzige, was sie gemacht hat, hat nachgeguckt und hat gesagt, ja gut, hier, wir verschreiben ihr Penicillin fertig ist. Und ich denke mir so, was? Ich brauche kein Penicillin, mir tut der Zahn weh. Ja. Wo ich dann letztendlich bei meinem Hauszahnarzt war, dann einen Tag später, weil ich war ja am Sonntag dann da gewesen, meinte er, das Penicillin war schon gut. Weil wir haben da nämlich eine Schwellung also ich hatte irgendwie einen vereiterten Zahn gehabt. Weil ein anderer Zahnarzt den einfach nur was zugeschmiert hatte. Weil ich war dann auch am Freitag beim Zahnarzt gewesen, bei einem anderen Zahnarzt gewesen, weil meiner dazu hatte. Und er hat es einfach nur zugeschmiert, dadurch hat sich das da drin irgendwie richtig entzündet gehabt und richtig schöne Geschichte, ich weiß. Ja, und da hat er den einfach nur aufgeboten. Jetzt renne ich hier über die Weihnachtstage eben mit einem offenen Zahn lang. Was jetzt nicht gerade das Beste ist, weil ich jederzeit Angst habe, dass der wieder anfängt weh zu tun und ja, der nächste Zahn hat keine Ahnung, wie weit weg ist. Der dann Bereitschaftsdienst hat eben halt über die Feiertage. Das ist eben halt so das Miese daran, über die Feiertage Zahnschmerzen zu haben. Oh Gott, leckt das gerade. Okay, gehen wir mal kurz pennen. Ja, es wird auch langsam. Ja, mit den dunklen Boden brauche ich die Entscheidung. Dann machen wir so hell, also diese Spruce Wood oder Fichtenholzbretter machen wir dann eben halt gleich noch als, also machen wir dann als Treppenmauer, das machen wir dann in der nächsten Folge, um so ein bisschen so platzierenmäßig, damit wir mal langsam ein Bild davon kriegen. So. Was wollte ich denn noch Schönes erzählen? Was war denn dieses Jahr noch Schönes los? Frosch und ich hatten eigentlich noch vor, dieses Jahr anzufangen mit den Borderlands 1 Let's Play. Also wir haben uns irgendwie, seitdem wir Borderlands 2 zusammen gespielt haben, unser Prequel, beides irgendwie auf alle Missionen. Na, ich würde jetzt nicht alle bei Borderlands 2, da hat uns eine Mission gefehlt. Wollten wir natürlich auch mit Borderlands 1 eben halt anfangen. Und das wurde jetzt auch noch ein bisschen verschoben. Ja. Auf jeden Fall. Muss ich gleich niesen? Muss ich niesen? Nee. Doch? Nein. Oh, das ist so mies, wenn sie die Nase juckt und denkst so. Gleich niest du, gleich niest du, gleich niest du. Ich habe jetzt einen Mute-Knopf am Mikrofon, deswegen könnte ich mich muten, wenn ich jetzt niesen würde. Aber ich muss nicht niesen, mir läuft bloß gerade die Nase davon. So, haben wir jetzt alles unterdeckt? Hier müsste eigentlich sein. Hier ist noch ein Block. Ja. Auf jeden Fall mit den neuen Bonn sieht es ein bisschen besser aus. Machen wir mal noch eine Fackelspur. Haben wir noch ein paar Fackeln? Ja, eine kleine Fackelspur, so die Mitte lang. Damit wir jetzt ein bisschen ausgeleuchtet haben hier noch. Nicht, dass hier auf einmal Creeper erscheint. Ja, richtig blöde. Wir haben noch eine schöne mittlere Fackelspur. Das müsste eigentlich so reichen mit dem Ausleuchten. Man sieht ja alles. Das Dach ist immer noch schön dichte, oder? Ja, das Dach ist dichte. Mit dem Froschgesicht. Komm, den verpasst man meine Nase. Scheiße, so hoch komme ich auch nicht, oder? Ne. Kriegt halt ein Kinnbart. Ein brennenden. Nee, das ist ja auch schon viel passiert. Schöne Dinge, schlechte Dinge, zusammenführende, auseinandergehende. Ich hoffe, euer Jahr war genauso aufregend wie meins. Und ihr hattet aber auch genauso viel Spaß. Egal, ob es jetzt an meinen Videos liegt oder an euren Videos. Oder an anderen Videos.
Oder vielleicht an gar kein Video. Vielleicht habt ihr einfach bloß draußen rumgehangen und habt gedacht, yay, ich war draußen. Ich habe keinen Pfeil mit. Nee. Dann wünsche ich euch heute einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Macht nicht so viel Mist im Neuen. Haltet euch dran, was ihr euch vorgenommen habt und vergesst es dann wieder. Und ich hoffe einfach bloß, dass ihr Spaß im Leben habt. Weil ich finde, das ist das Einzige, worauf es ankommt. Spaß im Leben und arbeitet, um zu leben und nicht lebt, um zu arbeiten. Das machen nämlich viele immer falsch. Bis zur nächsten Folge. Ciao.